Recep Tayyip Erdogan. Er gilt als ein machtbesessener Despot, der die Demokratie und Meinungsfreiheit in der Türkei mit Füßen tritt. Aber wird ihm dieser Ruf gerecht? Brandneue Extra-3-Recherchen lassen daran jetzt ernsthafte Zweifel aufkommen. Erster Vorwurf: Erdogan unterdrückt die Pressefreiheit und lässt alle kritischen Journalisten einsperren. Doch wir stoßen bei unseren Recherchen auf Hinweise, die ihn entlasten. Hier sehen wir ihn bei einer Redaktionssitzung der Schülerzeitung Pusteblume, die dreist behauptet, dass Erdogans Palast 1001 Zimmer hat. Dabei sind es nur 1000. Und trotzdem ließ er die Zeitung nicht schließen. Kommen wir jetzt alle ins Gefängnis? Nein, ihr werdet nur zwangsverheiratet. Danke, danke. Auch die Verhaftungen und Entlassungen von Staatsbediensteten erscheinen dank Extra-3-Recherchen in einem neuen Licht. Diese Bilder beweisen, alle Entlassenen haben ein üppiges Abfindungspaket bekommen, das uns vorliegt. Darin ein Poster von Erdogan, ein Ratgeber Arbeitslos und Spaß dabei und eine Packung Datteln. Kann jemand, der solche Geschenke macht, wirklich ein schlechter Mensch sein? Und überhaupt, ist Erdogan wirklich ein böser Diktator, der jeden bestraft, der ihm nicht bedingungslos folgt? Unsere Extra-3-Forensiker finden in dieser Szene einen Menschen, der es gewagt hat, Erdogan nicht zuzuwinken. Und das ohne Folgen. Auch dieser Mann, der Erdogan in seiner Zeit als Reifenhändler versehentlich die Schulter ausgekugelt hat, soll angeblich noch leben. Hartnäckig hält sich auch der Vorwurf, dass Erdogan Minderheiten wie Schwule und Lesben unterdrückt. Wir finden Aufnahmen, die beweisen, auch das ist völlig aus der Luft gegriffen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns beim Ayran Flaträtsaufen kennengelernt. Nächste Woche wollen wir heiraten. Extra 3 fragt, wann hört die haltlose Hetze gegen diesen armen Mann endlich auf?